Hallo zu meinem heutigen Video. Gestern habe ich ein kurzes Infovideo rausgehauen, wo ich euch erzählt habe, hey Leute, ich habe mir DJI Osmo Pocket bestellt und habe euch auch irgendwie erklärt in den Videos, in was für Einsatzzwecken ich es einsetzen möchte. Und ja, heute habe ich es erhalten. Ich werde hier mal nebendran auch meine zweite Cam anmachen, damit ihr das Auspackvideo nicht verpasst. Ja, und zwar ist es so, dass ich jetzt wirklich eine Woche drauf gewartet habe. Ich glaube, letzte Woche Dienstag kam eine Nachricht von DHL, dass ich das Pocket demnächst bekomme. Dann war ich auch mal kurz ein bisschen misstrauisch, dass ich überhaupt bekommen werde. Und jetzt ist es da. Ich packe es schnell aus. Ich bin wieder mal unter Zeitdruck. Ich fange an mit der zweiten Kamera. Kann man es dann super sehen. Ich hoffe, das ist ersichtlich. Ich habe es mal kurz ausgerichtet. Und jetzt schauen wir uns das an. So. Ja, erstmal die Folie weg. Mit meinem super Rambo-Messer hier. Ich nehme immer dieses kleine Messer. Da hat man ein bisschen mehr Gefühl für manche Dinge. So, und ich werde auch gleich wieder rausgehen müssen, weil ich einen Termin habe. Deswegen ja, kann sogar sein, wenn da ein bisschen das Pocket aufgeladen ist, dass ich es gleich mitnehme und meine ersten Tests mache. So, das ist ja hier, wir sehen es jetzt hier, zugeklebt. Gut, dass ich es gemerkt habe, sonst hätte ich hier lang drücken können. Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. Scheint so. Ich guck mal. Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. Ja, auf der Verpackung seht ihr eigentlich nur das DJI Osmo. Nichts anderes. Ja, ich glaube, ich schneide es jetzt dann hier auf, weil das ist mir ein bisschen zu blöd. Ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck der Sache. Ja, jetzt geht es auf einmal. Dass die Verpackungen aufbewahre, die Zeiten sind schon lange rum. So Leute, und so wird es geliefert. Ich halte es mal so in die Kamera. So wird das geliefert. So sieht das aus. Und ja, DJI Osmo Pocket. So, wir gucken erstmal hier. In der Tasche wird es transportiert und da drinnen sind hier diverse Accessoires, die dazu gehören. Ja, zum Beispiel ein Verbindungskabel, der Adapter, eine Anleitung. Ich lese keine Anleitung. Ich bin lieber derjenige, der es erstmal ausprobiert. Und wenn ich dann nicht klarkomme, dann lese ich auch mal Anleitungen. Sind also wirklich welche dabei. Hier die Hülle. Da kann man natürlich auch noch eine Hülle kaufen. Die sieht man in der Werbung mit Akku, mit der Powerbank drin. Hier eine Handschlaufe ist mit dabei. Ja, und jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Aber von den Videos kenne ich es ja. Leute, ich habe es ein bisschen eilig, deswegen hetze ich ein bisschen. Es tut mir leid. Aber ein Termin nach dem anderen. Hier USB-C Ladekabel. Das finde ich absolut genial. Besonders wenn ich mit meinem MacBook unterwegs bin. Da kann ich eben direkt die Daten hier ja, drauf spielen. Und dann eben zwei Adapter. Einmal für Android-Handys und einmal für iOS-Geräte. Ja, einmal USB-C und einmal für iOS-Geräte. Und dass ihr es mal sehen könnt, das kommt dann ja meiner Meinung nach hier rein. Und hier die Schutzfolie hier von dem Teil weg. Schauen wir mal, ob ich das wegkriege mit meinem Handwerkerhänden. Ich war ja mal früher Handwerker, bevor ich in die IT gewechselt bin. Aber einmal Handwerker, immer Handwerker. Die Hände sind grobmotorik gewöhnt. So, erstens, so sieht das Teil hier aus. Ich zeige es mal in die große Kamera. Einfach mal Vergleich mit meinem Kopf oder mit meiner Hand. Das ist die Größe, Leute. Heftig, ja. Und für die Größe, die Qualität ist natürlich auch klasse. Ich gucke oben ins Display, blöd von mir. Ja, einfach mal in die Kamera gucken hier, wie ihr sehen könnt, beide Kameras. So, ich versuche es mal einzuschalten. Ich habe es einfach mal in der Werbung gesehen, dass man einfach hier länger drauf drücken muss. Genau, und dann macht er hier diesen Neon. Oh,
Nee, wir wollen es nicht auf Englisch. Wir wollen es mal gucken, ob es auch auf Deutsch gibt. Ansonsten ja, auf Deutsch. Wir können es auf Deutsch. Gut. Dieses Produkt ist nicht aktiviert. Akkustand sieht gut aus. Die Qualität auch. So von vorne. Und hier sieht das mit dem Display einfach genial. Und hier eben einfach, ja, der Gimbal funktioniert. Wirklich klasse. Ich würde es aktivieren und dann werde ich es mitnehmen. Ich habe es getan. Wie gesagt, ich habe es ja gestern schon in einem kleinen Video angekündigt. Ich habe hier mein DJI Osmo Pocket. Hier. Habe es auch schon ausgepackt. Nur ich war so im Stress, dass ich dann mit diesem Auspackvideo gar nicht zufrieden war. Und ich habe es schnell ausgepackt, habe eine Karte reingemacht. So, es funktioniert wie folgt. Man muss hingehen, erst auf seinem Smartphone die Mimo, DJI Mimo App installieren, weil ihr könnt das Gerät, ohne es registriert zu haben, aktiviert zu haben, gar nicht benutzen. Also das solltet ihr unbedingt bedenken. Und diese zwei Adapter sind mit dabei. Also ihr habt so eine Schlaufe, was dabei ist. Ihr könnt auch gerne von Till, seinem YouTube-Kanal, einfach mal schauen. Der hat das heute schon ausgepackt, hat ein Video dazu gemacht. Dazu eben noch so eine kleine Tasche. In dem kleinen Video hier im Eck kann ich ja auch euch zeigen, wie das Auspackvideo geworden ist in dem Stress. Hier nochmal ein USB-C-Kabel. USB-C Adapter hier unten, also zum Laden. Hier unten habt ihr einen USB-C Anschluss Adapter. Hier Micro SD, da habe ich die Micro SD drin. Aufnahme, Moduswechsel und ein Touch-Display. Das finde ich ja echt absolut genial. Und ja, und hier der Bereich, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich ziehe es mal raus. Ihr seht, Leute, da ist so ein Bereich, so ein Anschlussbereich, wo ihr verschiedene Dinge später mal, wenn die veröffentlicht werden, hier anschließen könnt. Da ist so ein Kontrollrad da, damit man einfach hier auch das Gimbal ein bisschen besser hin und her bewegen kann, einfach besser kontrollieren kann. Das ist jetzt ein Anschluss fürs iPhone und es gibt auch einen USB-C-Anschluss für andere Telefone, zum Beispiel Android-Telefone. Und dann könnt ihr hier euer iPhone, das werde ich nachher noch vorführen, prompt drauf machen und habe dann ein super Bild. Habe ich alles schon getestet, werde ich am Ende von diesem Video euch hier präsentieren. Vor allem präsentiere ich euch ein Video mit schlechten Lichtverhältnissen. Also wir waren im Kino, wir sind raus aus dem Kino, es war schon sehr dunkel und wir hatten nur eben Laternenbeleuchtung, also künstliche Beleuchtung, kein Sonnenlicht. Und unter diesen Umständen könnt ihr nach diesem Video, also nachdem ich dies hier vorgestellt habe, so am Ende mal euch anschauen, einfach wie so der reale Alltag mit diesem Gerät ist. Weil DJI hat ja schöne Videos auf seinem YouTube-Kanal, nur die sind halt in Optimalbelichtungen gedreht, ja, am Strand oder zum Tageslicht halt. Und ob das wirklich jetzt ja, das wiedergibt, was ein Vlogger oder ein YouTuber so alltäglich erlebt, das sei dahingestellt. So, und jetzt starte ich mal die App, DJI Osmo Pocket App, sage ich schon dazu. Und ihr seht, es geht nur ein paar Sekunden, also wirklich 4 oder 5 Sekunden und es ist bereit. Ich swappe dann von hier in diese Richtung und schon kann ich dann hier, wie ihr sehen könnt, zwischen Foto, Video und Zeitlupe, Zeitraffer, diverse Optionen einstellen. Also die Bedienung ist wirklich sehr intuitiv. Ich habe da nicht die Anleitung lesen müssen. Ich habe sofort irgendwie mich zurechtgefunden. Man hat permanent eine Stabilisierung, hat verschiedene Modi. Die werde ich dann hat verschiedene Modi und die werde ich dann ja in einem separaten Video vielleicht euch vorstellen, wenn da natürlich Interesse besteht. Natürlich werde ich auch mal Videos machen mit Tageslicht, wo es dann auch mal ja, eine bessere Qualität vielleicht auch hergibt.
Aber wichtig war mir im Internet, auf YouTube findet man so viele Videos zu dieser Kamera mit optimalen Lichtverhältnissen. Und wichtiger wäre mir jetzt auch gewesen, wie verhält sich eben diese Kamera, die so schön klein ist und in jede Hosentasche passt, bei schlechten Lichtverhältnissen. Für heute möchte ich jetzt mein Video beenden. Jetzt am Ende könnt ihr noch einmal die Videos euch anschauen, die ich euch vorbereitet habe. In, wie gesagt, schlechten Lichtverhältnissen, draußen im Kino, bei der Autofahrt. Einfach mal vielleicht interessant für euch und alles eben mit diesem kleinen Ding gefilmt. Ich habe die Aufnahmen selber noch nicht auf dem Display gesehen. Ich werde es jetzt sehen, wenn ich mit Final Cut meine Videos schneide. Besonders bei den Aufnahmen mit der DJI Osmo Pocket sind keinerlei Farbkorrekturen oder irgendwas am Video gemacht. Das ist wirklich die Rohdateien, so wie ich sie praktisch eben von dieser Kamera hier geliefert bekomme. Ich hoffe, das Video kann euch helfen bei einer Kaufentscheidung oder auch nicht. Ja, das werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt schon mal tschüss. Wir sehen uns. Jetzt am iPhone testen wir es. Ja. Okay. Ich versuche jetzt hier mit der DJI Osmo Pocket mit den integrierten Kameras einfach mal einen Vlog zu machen. Ich bin hier vom Kino und wir haben hier nur Laternenlicht. Ja, ihr seht, dass die Kameraverfolgung, die verfolgt wirklich mein Gesicht. Ich habe hier einen grünen Rahmen ums Display. Vorhin, wo es noch dunkler war, hat er leider mein Gesicht im Kino nicht erkannt, hat er gesucht. Aber hier sieht man schön am DJI Osmo seinen Kopf, wie er mich verfolgt, also dieser Gimbal-Kopf. Ja, und wir sind dann auch wieder hier am Wagen. Ja, hier sind wir an unserem Wagen. Einfach mal aufmachen. Ah, ich habe ja die Schlüssel. Ne? Tja, ich habe die Schlüssel. Schön mal aufmachen hier und mal testen. DJI Osmo Pocket Tonaufnahme ist über die integrierte Mikrofone. Wir sind hier, ja, jetzt relativ dunkel, weil DJI präsentiert ja die Kamera mit relativ guter Belichtung und das ist ja ein bisschen gecheatet, weil guter Belichtung kann jeder Kamera gut. Aber wie verhält sich die DJI Osmo Pocket denn in Lowlight? Jetzt mal gucken, dass wir den jetzt anfahren. Auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es denn auf dem kleinen Display aus? Gut. Gut, ja. Und die Straße vielleicht auch nochmal, damit die Leute, die vielleicht sich überlegen, DJI Osmo Pocket zu kaufen, das einfach mal hier in diesem Video sehen. Es gut genug ist oder auch nicht. Während der Fahrt mal kurz aufgenommen. Mal sehen, ich weiß gar nicht, wie das DJI Osmo Pocket hier die Wackler aufnimmt oder wie er sie praktisch unterdrückt. Meine Kinder sind relativ ruhig im Auto, also auch hier könnt ihr sehen, dass, ja, man hört vielleicht noch ein bisschen Motorgeräusche, Straßengeräusche. Ich weiß jetzt nicht, wie empfindlich die Mikrofone sind, wie gut oder wie schlecht es ist. Ja, aber es ist definitiv dunkel. Wir haben hier nur ein bisschen Laternenlicht. Hier mal ein bisschen, ja, der Cockpit von meinem Dacia Duster. Einfach mal so von der Beleuchtung her. Vielleicht könnte man ja hier ein paar Cinematics-Aufnahmen machen, wie ihr sehen könnt. Ja, hier die Ampeln,
Ja, es sind halt nicht ganz die optimalen Lichtverhältnisse, aber genau das interessiert uns ja, weil DJI selber macht es ja immer im Sonnenlicht und alles sehr, sehr hell. Das kann wirklich jede Kamera packen, auch die günstigste. Wichtig ist eben, kann das seine Kamera auch hier im Dunkeln? Und diesen Test werden wir jetzt einfach mal machen. Ja, ich kann die DJI gar nicht so richtig gerade halten, weil ich ja auch, ja, eigentlich darf ich das gar nicht. Ich mit einer Hand filme ich. Gut, bei der Geschwindigkeit geht's noch. Und muss sagen, ja, bin zufrieden, was ich so auf dem kleinen Display erkenne. Ich nehme hier mit 4K 30 Frames auf.